Und damit, hallo Leute, schönen Montag würde ich sagen. Ja. Wir sind dabei mit einer weiteren Folge von Stardew Valley im Multiplayer mit Devardrug. Ich bin auch da. Ich habe gerade wieder meine wunderbaren, tollen Sounds gefunden, wie ihr gerade gemerkt habt. Und ich werde mal gucken, vielleicht baue ich mir mal ein eigenes kleines Soundboard. Es geht weiter. Ach, Marfi. Das heißt Bohr-Marfi. Und hallo Serial Killer Yum. Leute, für die Leute, die das auf YouTube sehen, das Ganze findet gleichzeitig live im Stream statt. Heute ist Mittwoch bei uns und bei euch ist Montag. Und wir streamen das live. Und Serial Killer, wir nehmen gerade für YouTube auf, also sag mal hallo zu YouTube. Fox, ich sammle Daten zu der Korrelation zwischen Erdboden, Alkalinität und Nutzpflanzen Fruktosewerten. Kurz gesagt, ich brauche eine frische Melone von deinem Hof. Wenn du mir eine vorbeibringst, wäre ich sehr dankbar. Demetrius. Okay, mach mal. Die Quest bestimmt auch gleich. Du müsstest das übrigens nicht mal gießen. Ich hole heute meine Gießkanne ab. Achso, okay. Na dann. Boah, Murphy, wir haben schon drei mit Gold, vier mit Gold Mais. Wir brauchen nur noch eins. Und Demetrius will das da. Ja, da. Ich habe vergessen, die Grabpots zu bestellen. Ah, bestellen wir neue Grabpots. Fernseh. Und so. Weißt du, so Fernsehshopping und so. Boah, Murphy. Kannst du mal die Trombone machen, bitte? Warte mal. Jetzt ist zu spät. Es ist zu spät. Danke. Ich sag doch, ich brauche eine Taste dafür. Ja. So einen großen runden Buzzer. Und ich einfach mal draufhauen muss. Es gibt so eine, ja, als Enter-Taste, so rühle sich als Plüsch, kannst du per USB anschließen und dann schreibst du irgendwas und BAM! Kannst du voll draufhauen. Neulich gesehen, fand ich witzig. So. Ich habe übrigens die Rainbow Shroud in die Kiste gemacht. Die kannst du wechseln, wenn du möchtest. Das ist super gut von dir. Und ich gehe jetzt mal meine. Ich muss nur warten, bis ich. Nutzpflanzenforschung. Demetrius braucht eine frische Melone für seine Forschung. Ja, wenn Demetrius mal die Tür aufmachen würde, klopf, klopf. Ich gehe mal zum Schmied und bring mal meine Spitzhacke weg. Okay. Demetrius. Ich bin auch gleich da. Nein, hier ist Patrick. Oh no, this is Demetrius. Ich bin noch keine große Krabbe. Warte mal, ich weiß nicht, ob du das machen kannst. Oder ob der noch am Worken ist, weil ich muss ja noch meine. Nein, stopp, machen wir bitte nicht. Nicht, dass ich meins da nicht abholen kann. Dann warte ich halt hier jetzt so. Beeilst dich. Ich muss jetzt noch Hallo sagen. Ich hoffe, heute gibt's keinen Pilzeintopf. Sorry, Sebastian, du weißt, Sonntag, Samstag ist immer Pilzeintopftag. Eigentlich wollten wir ja meine Spitzhacke zu Gold machen, aber egal. Kannst du doch einfach noch 500 Geld irgendwo machen? Ja, ich hoffe, dass er es heute noch annimmt. Mal gucken. Es ist 10.20 Uhr, jetzt angle ich hier ein bisschen und schmeiß das bei Willy rein. My name is Willy. Also 500 Zeug, ja guck mal hier, easy. 500 krieg ich zusammen. Oh, easy, ja. Ja, guck mal hier, was hier alles rumliegt. Kann ich alles bei Willy verscherbeln. Okay. Na, ich hoffe, dass es heute gleich noch annimmt. Und ich sag, hey, ich bin schon beschäftigt. Ja, das ist doch extra. Oh. Hier, ich schmeiß jetzt Willy ankaufen und hast du Geld dafür. Willy ist nicht da. Boah, Murphy! Okay, ich schmeiß das nicht Willy an den Kopf. Dann nimm einfach eine Melone mit oder zwei Melonen und schmeiß die Pierre in den Kopf. Auf den Weg. Das ist doch mein Plan. Wieso ist Willy nicht da? Hat der Samstag nicht offen? Vielleicht nicht. Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht, denk nicht mit. Nein, nie, sage ich. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja. Wie läuft es darüber, um zu angeln? Ich hätte einfach am Meer bleiben können. Ah, hast es wieder vermehrt. Oh, wir haben schon Geld. Demetrius hat mir noch Geld gegeben. Na siehst du. Du brauchst die Melone nicht mal verticken. Mach ich trotzdem. Demetrius hatte gesagt. Ach, guck mal, wer hier steht.
Lea will Pepperoni, okay, kriegt sie. Guck mal, wer hier am Fluss steht. Ja, drück ihm doch das ins Gesicht. Ja, ich drück dem jetzt hier, da, kriegst diese Muschel. Eben, was sind denn das mal für Manieren? Wenn Fox da noch stand, darf man sich nicht vordrängeln. Boah, Mafi. Werkzeuge verbessern. Goldgießkanne? Nein. Goldaxt? Nein. Hä? Was willst du machen? Ich bin noch blöd, Leute. Hast du die Spitzhacke nicht mit? Oder die, die muss erstmal auf Metall machen? Die muss erstmal auf Stahl. Ja. Hatte ich nicht eine Stahlspitzhacke? Nein, hatte ich nicht. Okay. Nein, die war aus Kupfer. Ja. Die habe ich mich bis Level 100 runtergegraben. Mhm. Ich hatte eine Stahlaxt und ich wollte die eigentlich gerne auf Gold haben, aber... Danke, Sugi. Danke. Dann reicht das Geld ja auf jeden Fall. Ja. Wir haben so viel Geld. Warum haben wir so viel Geld? Weiß ich nicht. Wir haben nicht so viel Geld. Oh, übrigens. Rohstoffe sind ab seit der Beta ab dem zweiten Jahr teurer. Wie teurer? Na, du kannst doch bei Hieben hier kannst du doch Erze kaufen und Kohle. Und oben bei ihr kannst du doch Holz und Steine kaufen. Und die sind ab dem zweiten Jahr teurer. Ja. Wieso kuscheln die alle mit mir? Haut ab! Oh, kuscheln! Guck mal, haben wir sogar noch Geld, dass ich meine dann noch verbessern kann, wenn sie fertig ist. Niemals. Eben. Na, jetzt ist der 20. Wir dürfen nicht so viel Geld ausgeben. Du willst ja Geld auch noch haben. Brauchst du noch für die... Oder kommt noch eine Ernte rein. Ja. Am letzten Tag sollten die Dings fertig sein. Wir dürfen nur nicht einen Tag vergessen, sie zu... Gießen, sonst werden sie nicht fertig. 10.000 kostet der neue Rucksack. Ach, sei nicht so neidisch. Ja, Willy und Elliot sind sie die ganze Zeit stehen neben mir. Also Willy ist gerade schon weggerannt. Elliot steht auch da und beobachtet mich. Ist ein bisschen gruselig. Murphy kuschelt gern mit Willy und Elliot. Die riechen beide nach Fisch. Das ist was? Nein. Merkst du was? Okay. Nix da. Das ist nicht mehr Neid, das ist Eifersucht. Du musst noch gießen übrigens. Ja, ich weiß. Auf nach Gießen! Sie hat hart gesagt. Arme Suki. Warum klingt das bei dir nicht so überzeugt, Murphy? Ist nur noch eine Woche. Suki, ich weiß gar nicht, was du hast. Mit mir will Murphy schon seit Jahren nicht mehr kuscheln. Das hat aber auch andere Gründe. Halt die Fresse! Du sollst doch nicht jemanden in aller Öffentlichkeit raushängen lassen, ja? Machst du sehr schön, Fox. Ich weiß. Ich weiß. Ich hab halt nichts zu tun beim Angeln, während ich auf den Biss warte, als dir zuzuschauen. Ja, kannst du auch auf den Knirsch warten. Oh nein. Doch. Oh. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, aber da kann ich wenigstens die großen Boulder hier wegmachen. Unserem. Ja. Und beim Teich auch alles ganz praktisch. Ja. Die nerven mich nämlich schon die ganze Zeit da. Also sie stören nicht wirklich, aber sie nerven. Ja. Wir werden, dadurch, dass das Holz immer nachwächst, hier so doll, weil ich halt wirklich nur immer die großen wegnehme und die kleinen erstmal noch nicht, wenn wir so Holz für Days haben. For days and years and years. Years has passed since that day. Du könntest ja im Herbst nochmal eine Menge, wir haben ja bestimmt auch eine Menge Sesslinge, könntest du für den Winter anpflanzen, dass wir im Winter quasi eine Menge Holz machen können. Willst du mich verarschen?
Im Winter wächst das Holz nicht weiter. Ja, aber du kannst es im Herbst anwachsen. Ja, ja, ich müsste es jetzt einfach. Aber nee, wir brauchen ja dann den Platz für die für das Gras. Ja, das wächst im Winter auch nicht. Ja, das wollen wir eventuell im Herbst abhacken. Ach so, ja. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, wir müssten uns eigentlich am besten... Wir sollten langsam anfangen jetzt... Silos zu bauen, mehrere. Ja, nicht nur Silos zu bauen, sondern auch den ersten Stall zu bauen. Stimmt, das reicht, wenn wir den ersten Stall bauen, weil dann können wir das ganze Zeug aus den Silos rausnehmen. Richtig. Also und einlagern. Ein Silo reicht eigentlich. Ich finde, wir sollten uns das nächste Ziel machen, quasi einen Stall mit Kühen zu bauen. Ein Stall? Kein Hühnerstall erstmal? Hühner bringen nicht so viel rein pro Tag, glaube ich, oder? Die Kühe. Das stimmt. Aber wenn wir den Sammler haben, dann brauchen wir es nicht. Das können wir später. Naja, die Kühe werden noch so. Ich würde die Kühe dann sowieso verkaufen nächsten Frühling und dann Schweine holen dafür. Ja, stimmt. Sobald wir Schweine haben. Jetzt, obwohl Schweine halt ziemlich teuer sind. Ja, aber ein Schwein lohnt sich nach 10 Tagen oder so schon. Wenn es dann halt gut ist. Also. Und gerade wenn du auf Stufe 10 für Sammeln bist und du die Trüffel nur noch in die Iridium-Qualität hast. Aber ich will auch sowieso Trüffelöl rausmachen. Ja, aber auch das. Achso, naja, aber es ist noch mehr wert als. Beim Trüffelöl ist es egal. Ja, ich auch, aber weißt du, wie viel Hartholz du brauchst, um so viele Trüffelmaschinen zu machen? Ölmaker? Naja, du könntest erstmal mit zwei anfangen. Wir kriegen ja, sowieso im Frühling sowieso erstmal ein Schwein, vielleicht, wenn wir alle Kühe verkaufen. Ja, du kannst dreimal. Ich bin da relativ flexibel. Also ich habe es schon hinbekommen, dreimal Öl anzusetzen pro Tag. Wir können auch gerne mit einem Hühnerstall anfangen. Ich glaube, wir müssen auch mit einem Hühnerstall anfangen. Naja, laut Quest, aber... Ja, aber dann haben wir das erstmal weg. Ich leg mich mal schlafen. Ja, ich angle noch den einen Fisch und dann komme ich Zeug verkaufen. Ja, mach das. Oh! Dann grüß deine Oma, Fox. Nicht Fox. Sogi. Bis neulich, Fox. Ja. Grüß deine Oma. Ja, von mir auch. Grüß einfach von allen deine Oma. Eben. Guck doch mit deiner Oma zusammen. Die findet uns bestimmt sympathisch. Ja, findet sie. Also zumindest 50% von uns. Ja, aber die Frage ist, ob sie dich sympathisch findet. Boah. Da brauchst du noch einen Ton für. Meine Himmelsfrucht ist leer. Ich muss Zuckerwasser trinken. Mein Himmelsfrucht ist schon lange leer. So. Der Tag ist gleich vorbei. Keine Sorge. Wir sind übrigens schon bei 23 Liefern Quarz. Sehr gut. Und ich glaube, unten in der Kiste liegt auch noch was rum. So. Jetzt kommt wieder Geld rein. Und dann kommt der nächste Tag rein nochmal. Ein bisschen was an Geld. 2000. 2132. Wieso hab ich jetzt noch? Achso, jetzt geht's ja sowieso. Wir sind immer noch mitten in der Folge, ne? Wir sind noch mitten in der Folge. Ja. Alles gut. Folgerichtig machen wir noch weiter. Aha. Sonntag. Schreib mich nicht so an, ja? Ich geh gucken. Erstmal gehe ich die Crab Pots füllen. Morgen wird's den ganzen Tag sonnig sein. Und du gießt erstmal. Ja. Da hinten die Kaffeebohnen anzupflanzen war überhaupt nicht so lohnenswert. Aber na gut. Ich glaube, morgen oder übermorgen sind sie auch reif. Na Mensch. Und die Kaffeebohnen kannst du nicht verkaufen, die kannst du einfach behalten. Ja, eben. Na ja, hier haben wir noch 9 drin. 9? Ja. 9 Refine Quartz. Ja. Deswegen, da kommt halt eine Menge zusammen. Und ich wollte eigentlich noch viel mehr von den Dingern bauen. Kannst du machen. Da brauchen wir Kupfer eine Menge. Aber wenn du sagst, dass du sowieso aus Eisen Kupfer machen kannst. Eben. Und Gold werden wir eine Menge kriegen. Achso, das hätte ich gleich nach hinten durchziehen können. Bullhead braucht man nicht, oder? Ich glaube nicht.
dann Rare Seed kaufe ich mir. Wenn ich halt meine UI Info Mod hätte, der würde mir mal anzeigen, für was man das brauchen kann. Ich kann auch gleich noch einen Rare Seed kaufen. Naja. So. Auf geht's. Weiter mit Angeln. Warum bin ich denn erst beim Sammeln Stufe 7? Warum bin ich erst Stufe 7? Weiß ich nicht. Du musst eine Menge Holz erhauen dafür. Ja. Deswegen gehe ich gleich noch die Hardwood-Stümpfe holen. Die bringen auch nichts, oder? Ein bisschen mehr. Aber das. Bringt die Erfahrung? Die Hardwood-Stümpfe? Ja, ja. Die Hardholz-Dinger, ja. Kirschensetzling. Ich weiß nicht, was der normalerweise kostet. Seltene Saat. Möchtest du, dass ich Artischocke? Nein. Ja, wer ist Arki? Nein. Lass uns das mit dem Hühnerstall bauen. Wie viel kosten wir? Haben wir davon genug schon? Ich glaube ja. Kümmer du dich mal um den Hühnerstall. Ich wollte eigentlich den ganzen Tag angeln. Ich wollte den ganzen Tag Holz hacken. So gut, dann gehe ich mit dem Hühnerstall gucken. Dankeschön. Dafür brauche ich nur Holz und Stein, ne? Und Geld. Nimm mal das ganze Ding Lehm mit. Ich weiß nicht, ob man Lehm braucht dafür. Nee, Lehm brauchst du nur für die Silos, glaube ich. Achso, und die. Ich glaube, Lehm brauchst du für die Dings hier. Für den Well. Brunnen. Brunnen zum Beispiel brauchen wir, wenn wir diese andere Map dann nutzen. Wenn wir diese Erweiterungsmap dann im Multiplayer nutzen. Ja. Nehme ich mal ein 900er Stack. Stein und Holz mit. Ja, und Geld sollten, glaube ich, 6000 reichen. Ja, deswegen dachte ich, das haben wir eigentlich. Insta-Kill für grüne Slimes übrigens mit der Obsidian Edge. Nicht immer, aber meistens. Wir haben übrigens schon 6 Rare Seeds jetzt nächste. Wir hätten nur einige mehr gehabt jetzt schon. Ja, hätten wir ja gewusst, dass wir beide die immer kaufen können. Übrigens 7 dann, weil ich meinen auch gleich noch bringe. Ja, deswegen habe ich gesagt eine Kiste, damit du das weißt, dass ich deinen noch nicht eingerechnet habe. Mach die ganzen Slimes kaputt. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass wir alle, Haben wir überhaupt Platz? Irgendwo? Was? Ja. Du sagst mir zur Not, wo ich Platz machen soll. Na, im Zweifelsfall brauche ich es erstmal irgendwo hin und ich kann es immer noch verschieben. Ja. Nee, auf jeden Fall will ich nur zwei. Cool, ja. Zwei, cool. Der kostet übrigens nur 4000. Ja. Zwei davon möchte ich, dass wir die. Ich würde sie oben rechts links meine ich. Sorry. Ja, ich links oben normalerweise immer. Ja. Und hier sollte auch Platz sein. Da. Ja. Lass mal hin. Da? Ich würde ganz hinten hin. Ganz hinten? Ecke erstmal. Ecke oben. Ja, wir könnten für die Stellen dahin. Dann ja, da müssen wir halt ringsrum den Zaun machen. Den Zaun würde ich hier sowieso das abfilmen. So. Hier hinten kann. Da muss ich was hinmachen. Also ich hätte meine Silos immer hier hingestellt, aber ist hier nicht zu. Müssen wir mal gucken, wie viel Eisen wir haben. Ich überlege, ob wir Eisenzäune machen. Kann ich mal Eisenzäune machen? Wir haben so viel Holz, wir können erstmal Holzzäune machen. Ja, aber die halten halt nicht so lange. Ja, ist ja. Das sollten wir halt trotzdem hinkriegen. Ja. Ein Hartholz ist nämlich nur ein Hartholzzaun, aber ein Eisen ist, glaube ich, 10 Eisenzäune. Deswegen. Na, Hartholzzäune nicht. Dafür haben wir zu wenig Hartholz. Ja, ich habe gerade eingebaut, aber. Oh. Das hätte ich nicht machen sollen, aber. Leg den mal irgendwo hin, den behalten aber. Nehmen mal dann, um dieses mit dem Grasstarter zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das noch funktioniert, aber es ist immer für mich sehr aufgeräumt dann. Hä? Ich fand die Idee gut. Sah auch hübsch aus. Ob es funktioniert oder nicht, ist egal. Mit dem, das auf den Grasstarter zu setzen, damit die Tiere das fressen können? Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Früher hat das funktioniert, aber ich glaube, das haben sie rausgepatcht. Patch, please. Aber warte mal, ich gucke trotzdem mal, wie viel Eisen haben wir da oben? Wir haben 3 Eisen. Ja, dann nicht. Aber wir können eine Menge Gold machen noch. Du hast das noch nicht, ne? Nee, ich müsste umwandeln, das heißt meine 4. Ich
müsste halt umwandeln bekommen. Dazu muss ich eine höhere Mining-Stufe haben. Das würde sich echt lohnen, weil Gold werden wir ohne Ende reinkriegen. Also ich glaube, auf Stufe 6 würde ich das sogar bekommen. Das heißt, ich muss morgen meinen gehen, wenn ich die Dings geholt habe. Ja. Ansonsten, wir können die Hühner jetzt erstmal frei laufen lassen. Das stört uns ja nicht. Ja, wenn sie zurückfinden, wenn, ist kein Problem. Das sollten sie machen. Solange einfach der Weg frei ist. Was wir auf jeden Fall machen müssen, ist halt dann immer zuerst einer zu den Hühnern, um die zu kuscheln. Ja. Na, oder ich baue jetzt erstmal ein paar Holzzäune und mache erstmal ein kleines Gebiet um ihren Dings halt rum. Ich glaube, ich habe die schon wieder liegen. Oder? Natürlich, wieder nicht. Und deswegen mache ich dann auch, dass ich kein Bait mehr brauche. Ja. Dann spare ich mir nämlich den ganzen Mist hier. Immer wieder rumzulaufen. Fische haben wir schon eigentlich hier. Hast du hier Fische rausgenommen? Ja. Ah, okay. Weil das sah sehr wenig aus, was da war. Hier stehen noch eine Menge Bäume. Ja. Ja, du weißt schon, dass wir Gras drin brauchen, ne? Ja. Haben wir keinen Grass-Starter? Könnten wir kaufen, können wir das auch mal sparen. Einen Grass-Starter kaufen. Das schaffst du nicht mehr, der hat nur bis 17 Uhr offen, oder? Bis 18 Uhr? Ich probier's. Ja. Ansonsten haben wir den nächsten Tag wohl auch nicht so schlimm. Achso, wir haben eh noch keine Hühner, ja. Das dauert sowieso 3 Tage, bis das Ding fertig ist und dann können wir erst Hühner kaufen. Eben. Wir können übrigens jetzt schon sehr viel bauen, also 30. Du kannst mal eine Kiste vor die Tür setzen, eventuell noch irgendwo. Ja. Wenn du übrigens am ersten Tag die Sachen wieder abbaust, die Zäune, dann kriegst du sie noch. Aber ich glaube, Pierre ist weg. Ja, aber ist nicht so schlimm. Guck mal. Wir haben gleich Gras drin. Ja, das muss aber noch wachsen und die Hühner fressen das ja schon weg dann. Wir haben 2700 davon, können wir uns bei Hühner kaufen, glaube ich. Beziehungsweise ich würde halt auch schon wirklich schnell dann zum nächsten Coop gehen. Zum nächsten Coop? Ich dachte dann erstmal einen richtigen Stall. Ah, verdammt. Naja, wir brauchen beides. Fürs Community Center brauchen wir 4 Sachen. Obwohl, ne, guck mal, wir könnten 4 Sachen kriegen wir aus dem Coop raus. Ich hätte ein Ei kaufen sollen. Das ist ein kleines Ei gewesen. Ich hab geguckt. Achso. Das ist ein kleines Ei, wir müssen nur ein großes Ei brauchen. Das gleiche, was bei der Milch ist. Wenn es da Milch gibt. Wir brauchen eine große Milch. Mhm. Okay, und jetzt da oben noch. Das sollte reichen. Mal dicht machen. Jo. So, jetzt haben wir sogar noch 2 Zäune übrig. 2 Zäune, 90. So, und dann kann das hier nämlich hochwachsen und dann machen wir den Baum nochmal. Ich baue mal eine Kiste. Wir stellen mal eine Kiste hin, da kann man nämlich zum Beispiel das. Ich habe nicht genug Holz, das musst du machen. Ja, ich mache. Das Hay können wir jetzt schon rausholen. Das stimmt. Das sollten wir relativ am Anfang gleich machen. Ich lasse übrigens hier mal offen. Hier oben ist das erstmal. Ja, ich glaube, wenn wir da oben den gesamten Bereich einfach dafür auch abknapsen, dann haben wir nicht sehr viel verloren an unserem Feld. So, Planungsphase ist beendet, Leute. Das heißt, hier kommen eigentlich eher sowas, sollte dann da hinkommen. Naja, machen wir erstmal die andere Kiste mit rein. Jetzt geht dein Lüfter los, ernsthaft? Jetzt geht mein Lüfter los, ja. Der denkt sich jetzt gerade, es ist zu ruhig. Achso, ich wollte jetzt gerade schon in den Stall reingehen, das rausholen. Du! Als du gerade gesagt hast, wir können das ja rausnehmen, dachte ich nicht, dass du das jetzt sofort rausnehmen wolltest. Ich dachte nicht, wir können das jetzt sofort rausnehmen. Steht doch schon alles. Naja, Insta-Bild haben wir nicht an. Das wäre cheaten. Hast du was verkauft heute? Nee. Ja. Ich hab Fische verkauft gerade erst schon. Ah, sehr gut.
Dann geht's ab ins Bett. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Dann ins Bett gehen. Yay. Yay. Wir schauen noch Tag. Das war schon der zweite Tag, in der Tat. Mensch, ich hab Sammelstufe 7 bekommen, das ist sehr gut. Wilde Saat für den Winter und Teleport-Totem für die Berge, was wir jetzt nicht mehr unbedingt brauchen. Nee. Das ist vom Meer noch besser, weil in die Berge kann ich mich jetzt auch, das geht schon. Ja, aber so oft geht man nicht zum Meer. Ja, super gut. Wenn wir jetzt meine Spitzhacke haben, werde ich gucken, dass ich mich auf 120 runtergrabe, damit wir dann schnell in die Wüste kommen. Ja. Wir brauchen dazu ein paar Zäune und eine Bombe. Wir haben 2 Zäune. Ja, und wir brauchen eine Bombe, aber ich glaube eine größere. Aber das ist kein Problem, weil wir kommen mit der Cherry Bomb. Können wir nicht. Ich werde meine Spitzhacke auch noch auf Metall hoch pushen. Einfach nur damit, deswegen dann kann ich viel mehr Gold rausholen. Ja, das ist richtig. Das ist besser. Das ist richtig. Und dann können wir gucken, dass wir sie bald auf Gold bekommen. Ja. So, das war's aber erstmal für heute, Leute. Das wird so ein Rhyme-Schema für alle Zeit. Das ist dein Spruch. Wir sehen uns morgen dann wieder am Dienstag. Bis dahin und tschüss. Ciao.